Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Tanks zusammen mit dem lieben Andy aka Ikaramba. Hallo. Hallo Björn Rio Kat. Und ich bin natürlich auch mit am Start. Wir spielen heute eine Runde T8. Ich spiele den Centurion 1 und Andy spielt den AMX CDC. Und drück einfach mal rein, ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, das ist alles, alles in Ordnung. Alles schick. Dann schauen wir mal. Top Tier. Gut, fast. Fast. Aber auf Malinovka, ich hasse diese Map. Definitiv, ja. Aber ja, die Gegner haben auch einen schönen Einsatzzug auch noch. Und dann auch noch Scouts auf Malinovka. Die sind ja gar nicht gut. Scheißkarte für die. Vor allem Scouts sind allgemein gar nicht mehr OP. Also, die sind ja voll balanced. Absolut. Dass die nie mal so hart genervt wurden, in Anführungszeichen, damals mit den ganzen neuen Reihen, ne? Also heute ist Gegenteiltag, deswegen spreche ich so. Ja, nee, da hast du absolut recht. Die sind leider wirklich sehr, sehr stark und dann auch noch zwei Rot 251, die auch noch gute Panzer sind und dann auch noch von guten Spielern. Alles so Momente, die nicht dafür sprechen. Ich frage mich bis heute, was dieses bescheuerte Artilleriefeuer hier am Anfang zum Spiel soll. Ach, das finde ich stimmig. Das finde ich cool. Das groovt mich so ein bisschen ein, muss ich sagen. Ich finde World of Tanks alles andere als atmosphärisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist, und deswegen... Ich finde, es ist ein schönes Spiel, aber es ist absolut nicht atmosphärisch. Es hat für mich überhaupt nichts mit der Atmosphäre des Zweiten Weltkrieges zu tun oder ähnliches. Das finde ich, passt alles überhaupt nicht. Da hast du vollkommen recht. World of Warships teilweise stimmiger. Ja, das stimmt. Aber auch nur, weil sie einfach so Monster sind. So. Ja. Oh. Aber World of Tanks finde ich absolut nicht atmosphärisch. Also da War Thunder ist atmosphärisch. Ja? Ja. War Thunder Ground Forces finde ich wirklich atmosphärisch. Das passt alles irgendwie zum Zweiten Weltkrieg und Pipapo und... Warum auch bin so, ich offen? Dass du wenig siehst und so wenig Sichtschaden hast und so weiter und so fort. Das passt alles. Aber World of Tanks, ne. Wieso bin Was ich macht der Löwe hier eigentlich? Was weiß ich? Frag mich hier, warum ich offen bin. Da fragst du was. Da oben hochfahren ist natürlich eine Maßnahme, ja. Vielleicht mache ich das sogar. Bis auf die Lights. Mich wundert, dass die gegnerischen Scouts noch nicht. Ich dachte, die wären schon lang irgendwo Mitte und... Am Rumbuseln. Der Ruh, Alter. Der Ruh ist halt so unfassbar OP. So unfassbar OP. Unfucking fassbar. Ja, falls jemand sich fragt, warum wir das mit den Lights so sagen, ich meine, das ist ja eigentlich so einhergehende Meinung mittlerweile. Seitdem die neuen Light-Reihen gekommen sind und die Lights teilweise auch ein bisschen angepasst wurden, die sind ja jetzt sehr stark, sind ja fahrende Sternzerstörer, könnte man fast schon sagen. Die zwar nichts aushalten, aber die vereinen mittlerweile zwei Klassen miteinander. Früher waren die Mediums eigentlich dafür da, den Hauptanteil an Schaden auszuteilen. Das sind so die typischen Damage-Dealer, wenn man so möchte, wenn man so eine klassische Rollenverteilung sich denken möchte. Die Lights waren eben die Scouts. Ja, die waren die Scouts, dafür zu sorgen, dass man Sicht hat, haben immer eine relativ gute Sichtweite gehabt, waren relativ flink, relativ flexibel. Und mittlerweile teilen die aber so unfassbar viel Schaden unter anderem auch aus. Ja, das ist wohl wahr, leider. Dass diese Rollenverteilung nicht mehr passt. Also die sind teilweise, machen die mehr Schaden auf ihrer Tierstufe als so mancher Medium. Und das soll schon was heißen. Ja, da muss man auf jeden Fall... Also ich fand, dass die viele Panzer die Sicht eingeschränkt wurden, fand ich gut, um die Scouts damit wieder ein bisschen zu beleben. Aber dass sie natürlich dann auch so stark wiederum sind, das ist... Ja, auf derselben Tierstufe, ich finde es ja gut, sie müssen sich ja auch wehren können, ne? Da spricht gar nichts dagegen. Aber dass sie so von einem reinen DPM-Wert, also erstmal haben sie ja sowieso schon so einen richtig krassen Camo-Bonus im Vergleich zu Mediums. Aber dass sie dann auf derselben Tierstufe so viel mehr Schaden machen und im T8 beispielsweise, wenn es T8-CWs gibt, da fast nur mit Lights gefahren wird, das ist schon sehr bezeichnend. Das stimmt wohl, ja, da hast recht. So, der steht erstmal. Schade. Können die den nochmal aufmachen hier? Da ist er. Weiter weg.
Da fährt er weg, aber er kommt, glaube ich, nochmal in meinen Sichtbereich. Das war ein geiler Schuss. Ich habe ihn angezündet und du hast ihn weggemacht. Neise. Neise. Komme ich auf den Löwen? Nope. Leider nicht. Das Buschwerk ist im Weg. Der Busch muss Und weg. vielleicht. Ah, wenn er noch ein bisschen weiter zurückfährt, komme ich an ihn ran. Ah, schade daneben. Hätte man noch einen Moment warten sollen. Ah, oh, Treffer. Got him. Sehr nice. So. Im Prinzip kann ich dann eigentlich hier auch schon runterfahren und ein bisschen vorrücken. Wäre auf jeden Fall Oh, was drin, der da unten ist ein Rohr. T49. Oh, jetzt stirbt aber schon wieder viel weg hier. Ja, Bei der uns. T49 hat den ersten Suizid begangen. Schon unnötig. Ich muss ein bisschen auf die Art hier aufpassen hier. Die vergesse ich immer ganz gerne in so einem Spiel, muss ich gestehen. Oh, der hat dafür gut kassiert, der Ru. Dafür, dass er sich gezeigt hat. War schon mal nicht schlecht. Wegdrücken wäre da echt mal ganz praktisch. Heute haben wir eine Ruhe auf der anderen Uferseite. Ich komme mal zu dir rüber. Oh, gekettet! Steht der? Ja, gerade eben stand er. Ah, schade, ich kam nicht ran. Oh, nice. Nice. Aber die beiden haben jetzt gut kassiert. OMFG, ja. Jungs. Versuche mit auf den Ruder rauf zu gehen. Den mache ich jetzt mal weg. Ah, doch nicht. Oh, nice. Gut. Kann ich im Prinzip ja hier Oh, mal da ist noch runterfahren. der dritte im Bunde, der Scout. Da steht bei mir hinter dem Stein. Ja, knapp da vorbei. Ist er zu? Er wird wahrscheinlich wieder unten im Der Uferbett wird, sein, ne? ja, da fahre ich jetzt mal hin. Das ist das Schöne am CDC, dass er einfach so wahnsinnig mobil ist. Oh, das war. Ne, da ist der WZ wieder, lol. Da ist er wieder. Fährt auf dich zu. Ja, Junge. Du musst nochmal kassieren, oder was? Kriegst du den da weg? Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich jetzt greedy und er holt mich. Oh, oder Arti LOL, macht die den. S51. Ja, die werden jetzt ziemlich angepisst sein. Die werden ein bisschen ragen. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Ist ja immer so bei guten Spielern, die denken, oh easy, alle voll einfach. GG. Oh, was macht denn der T28 da? Aber so mir da vorne mir eine zu geben. Ja, alter Verwalter. Oh, schade, er ist tot. Die AP werde ich dann nicht so treffen. Wo ist denn? Ach, da ist der T28, lol. Haha, hab Nein! ihn aufgedeckt. Die S51. Was eine gute Da noch Runde. mit draufsetzen. Aber mir nicht so. Kein Schaden gemacht. Wenig Schaden. Doch, doch, da muss ich sagen, da war ich jetzt zufrieden. Oh, 2000 Erfahrungspunkte ist okay, aber zu wenig Schaden leider. Bisschen Spotting Okay. Damage, 2000 Spotting Damage habe ich immerhin gemacht. Ne, 1200, aber 2,6 Schaden. Das war eigentlich echt eine ganz ordentliche Runde, die ich da represented habe.
Kann ich euch übrigens empfehlen, wenn ihr den Centurion mal spielt, haut euch da eine Optik drauf. Dann kommt ihr relativ easy an so viel Damage, an so viel Spotting Damage, weil man den sehr gut so ein bisschen an kleinen Hills und so weiter spielen kann, High Down mäßig. Dass nur der Turret rausguckt, immer mal vorlucken und durch die Optiken gibt es dann eine tatsächliche Sichtweite von 428, was ein ziemlich guter Wert ist auf T8 für ein Medium auf jeden Fall. Und dementsprechend kann man an manchen Stellen sich sogar ein bisschen weiter vortrauen als mit einem Light. Vor allem, wenn man so ein bisschen Halldown stehen kann eben und immer mal ein bisschen vorlucken kann, kommt natürlich immer darauf an, was für eine Arti mit im Team ist, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ja, ich habe den Tiger 2 da hinten ja dann auf die Reichweite gespottet, der hat ordentlich kassiert. Und den T32, glaube ich, den habe ich da auch gespottet gehabt. Und den Ru, als ich da über die Mitte gefahren bin, als ich runtergefahren bin, auch. Und so gibt es dann halt ein bisschen Spotting Damage, ne? Nach und Ja, ist nach. immer schön. Also auf dem Centurion, aufgrund der Basissichtweite von 400, Optik echt zu empfehlen. Ist natürlich schon ein So, super Wert. ich fahr mal oben rum. Oben rum? Ja, ich glaube, Oben wenn wir rum. es gleich oben rum meinen, dann bin ich da dabei. Ja, ich glaube, wir meinen das gleiche oben rum. Du fährst auf jeden Fall dahin. Super. Willst du ganz nach oben? 7-8er oder willst du. Also, 7-8er auch so würd ein ich fahren. bisschen. Im Zweifel, Ja. weil das ist das Schöne an dem Panzer, dass er so unglaublich schnell, flink und man kann wahnsinnig geil mit denen umfahren. Und ich stelle mich sonst immer, habe mich früher mal ganz gern da so die Ecke da gestellt, also halt da oberhalb des Wassers. Aber da Das habe bekomme ich ich jetzt immer von vor. zwei Seiten und deswegen habe ich da so ein bisschen Schiss mittlerweile. Also ich hab vor, mich da so in die Richtung hinzustellen. Mach das mal und im Zweifel komme ich rüber, wenn sich's ergeben sollte. Ein bisschen die Mitte im Auge behalten. Das Tolle ist ja, dass ich mich da auch da schön mit dem Turm arbeiten kann. Benutzt die Steine damit. Die Mitte zur Titte, so ein Zack, Zack, Zack. Richtig. Ja, nee, eigentlich gebe ich dir da vollkommen recht. Ich mag die Stelle eigentlich auch ganz gern, aber wie gesagt, ich habe in den letzten Spielen so auf die Fresse damit bekommen. Das sind dann so schlechte Erfahrungen. Dann habe ich mich da wieder ein bisschen verabschiedet davon. Dafür mache ich mal hier den Gucker. Guck mal. Machen wir guck. Aber ist ja nix. Au, Jagdtiger 8 bei mir. Oh. Deswegen ist da die E6 durchgekommen. So ein Ärger aber auch. Da kommt ein Löwchen. Der Löwe will sich da direkt hinstellen. Das ist das Geile an dem Turm hier übrigens. Von dem Panzer hier. Panzer, ich begrüße Sie. Er müsste eigentlich gesessen haben, aber dummerweise sind die zugegangen. Mal ein bisschen random dahin geschossen. Boah, Sehen die sturer dummerweise Ewel. nicht mehr. Ah, Jagdtiger 8 ist wieder offen. Das war ein Hit. Aua. Jetzt war der Löwe auch da. Mich auch getroffen. Kommt Frage am mich, vierten. wo der Löwe gerade steht. Irgendwie ist es total verrückt, der geht nicht auf. Ist ja auch der König der Tiere. Der geht einfach nicht auf, ne? Und deine Spotting Range so? Na, ich kann es dir gerade gar nicht sagen, aber ich muss gerade ein bisschen versuchen hier mal wegzukommen. Jetzt sind sie in der Mitte oben auch schon durch, gell? Deswegen nehme ich jetzt mal ein bisschen den längeren Weg. Positioniere mich um.
versucht, die Gun Depression auch so ein bisschen einzusetzen, die auch fantastisch bei dem Panzer einfach ist. Beim Centurion ebenfalls. Der Löwe ist jetzt dort hinten, das ist schon mal interessant. Dora Emil dort hinten. Oh, der T-44, der hat noch ganz schön viel HP im Vergleich zu mir. Ich versuche hier gerade irgendwie in der Schussreichweite zu kommen, aber ich komme mal dem T-34-85 hinterher. Ja, mach das mal. Ich werde den langen Weg über die Base nehmen. Ich hoffe, dass der T-44 mich jetzt in Ruhe lässt. Auf jeden Fall ein Löwe. Cromwell AFK bei uns in der Base, auch gut. Ah, der Sonnenschein. Sehr schön. Mal den Löwen mal offen. Er hat geschossen. So, meine Chance, ihn rauszunehmen. Und jetzt von hinten an den Jagdtiger 8-8 ran. Ein bisschen Damage reinkriegen hier. Mach also der das, Centurion ist so ein vielseitiger Panzer, der macht so einen Spaß. Sowas ist immer top. So, die SU war leider noch nicht offen. Da habe ich jetzt ein bisschen Schiss noch. Autsch. Und den haben wir festgehalten. Gehen wir mal an den Carnivin. Feuererlaubnis erteilt. Ich sehe sie nicht mehr. Den haben wir. Ist auch hin. Wunderbar. Läuft auch ganz gut. Es würde mich mal interessieren, nur, wo die SU ist. Anständige Runde. Spotting Damage müsste auch ein bisschen was zusammengekommen sein. Wahrscheinlich nicht allzu viel, aber auf den Löwen glaube ich etwas und auf den Jagdtiger. Du musst nur aufpassen, du solltest so wirklich 1000. Zurück, weil unser Cromwell ist ja AFK, gell? Ich fahre jetzt auch Richtung... Ich fahr mal Richtung Norden, weil irgendwo muss ja die SU auch noch sein. Das gibt's ja gar nicht. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, wenn der T-44 einen High Roll auf mich setzt, dann bin ich auch hin. Ja, klar. Aber der beschäftigt sich gerade ohnehin mit dem Cromwell. Lol, was für ein Greedy Bastard. Er schießt halt einfach die ganze Zeit auf den Cromwell anstatt auf irgendwas anderes. Oh, Gott sei Dank gerade noch schön getrackt und dann ist er weggesucht. Ja. AMX Raper. Wow. Noob. Der 110er. Versuche ich mal auf den noch. Vielleicht krieg ich den ja noch. Rapport. Der ist sauer, dass ich ihn fertig gemacht habe. Eigentlich müsste ich doch Rammen noch eine Mission machen. Aber... Lass mich bitte, please. Warum rammst du ihn? Ich brauch eine Mission. Lol, mit dem Medium? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob die funktioniert, wenn ich dabei auch sterbe. Das sehe ich jetzt gleich. Aber dann hätte ich es endlich geschafft, weil die habe ich jetzt schon lange offen. Ja, ich habe sie! Ja. Yes! Nice, geht's selbst. 500 Spotting Damage habe ich nur gekriegt. Aber dafür insgesamt eine ganz gute Runde gewesen.
Centurion 1, toller Panzer. Macht schon Spaß, das Teil. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder von dieser Folge, ne? Ja, absolut. Beide Runde. Und Haben wir noch geile, beide geile. auch gut performt. Ja, und dann vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns so einen Daumen da. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.